Sie sind hier, 21. August 2018, 9.31 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Hendrik Weidern spielte vor 4 Jahren noch in der Kreisklasse. Urheberrecht Getty Images für 96. Stürmer Hendrik Weidern wird bald ein Märchen wahr. Von der Kreisklasse katapultiert er sich binnen 4 Jahren zum Bundesliga-Profi. Wer träumt nicht davon, aus der Kreisklasse in die Bundesliga zu kommen? Für Hendrik Weidern könnte dieser Traum nun Wirklichkeit werden. Vor 4 Jahren spielte der 23-Jährige noch beim TSV Großmunzel 2. Kreisklasse und bekommt nun nach seinem Doppelpack für Hannover 96 im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC 6:0 und 6 Toren in der Vorbereitung den ersten Profivertrag. Hannover-Boss Martin Kind sagte der Bild, das hat er sich verdient. Wir führen schon erste Gespräche. Weidern erinnert an Klose. Bis zum Mai spielte er noch bei einem Viertligisten, wo er monatlich 400 Euro bekam, dann verpflichtete ihn die U23 von Hannover 96. Und nun winkt ihm sogar der Aufstieg in den Profikader und ein geschätztes Einkommen von 12.000 bis 14.000 Euro monatlich. Ein echtes Fußballmärchen, das ein wenig an WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose erinnert. Der Weltmeister von 2014 spielte auch in der Bezirksliga bei der SG Blaubach-Diedelkopf, bevor er über Regionalligist FC Homburg 08 nach Kaiserslautern kam und dort seine große Karriere startete. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.